Hey, ich bin's, der Wolfi, und schön, dass du hier auf diesem Kanal gefunden hast. Wir machen hier auf dem Kanal ja alles Mögliche über den alltäglichen Wahnsinn unserer Welt, über Verschwörungstheorien, über Verschwörungsideologen, aber generell auch Themen, die uns einfach alle beschäftigen. Und ich versuche ja als Creator immer besser zu werden und mit der Community auch zu wachsen. Deswegen habe ich immer wieder die Herausforderung, dass ich auch mein technisches Equipment zumindest ein bisschen professionalisieren möchte. Und um das zu tun, habe ich mir nun den Camlink 4K von Elgato geholt. Jawohl, der Camlink 4K, was macht der? Ganz kurz erklärt, ich kann euch das Gerät selber nicht zeigen, weil ich damit gerade aufnehme. Der sorgt dafür, dass ihr ein HDMI-Signal aus eurer Kamera, einer Spiegelreflexkamera oder einer spiegellosen Kamera, einfach auf den Computer übertragen könnt und damit dann quasi euer Heimequipment als Webcam, als Streamingcam, als Cam benutzen könnt, die ihr in OBS, im Open Broadcasting Software, einfach aufnehmen könnt. Das ist zum Beispiel relevant dafür, wenn ihr zum Beispiel Hobbyfotografen seid und dann Homeoffice-Geschichten macht, um da dann eure Profi-Ausrüstung einfach mit dem Computer zu verbinden. Und damit euch dann zum Beispiel auch die Mühe spart, zum Beispiel extra nochmal Webcams und sowas zuzulegen. Und für alle Leute, die Videos machen oder die streamen, ist es natürlich selbstverständlich, weil das Bild von professionellen Kameras einfach Welten besser ist als das, was Webcams produzieren können. Ist klar. Ich arbeite hier mit einer relativ guten Kamera. Das ist diese hier. Das ist die Sony ZV-1 Vlogging-Kamera. Also, ich habe damit gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Bei mir wird es immer leider nach einer Zeit ein bisschen heiß. Aber dadurch, dass sie jetzt im OBS angeschlossen ist, wird es ein bisschen besser, weil nämlich die Kamera temperaturtechnisch sich besser reguliert, weil sie eben zum Beispiel das Signal nicht auf einen Chip speichern muss, sondern einfach überträgt. Ist relativ cool. Aber, und da müssen wir jetzt mal ganz kurz drüber reden, und deswegen mache ich auch dieses kleine Video so. Ich hatte das kleine Problem, dass ich A, einen Desync, einen Delay hatte in OBS, dass also quasi das gesprochene Wort nicht lippensynchron aufgenommen wurde. Das hängt damit zusammen, dass es einen kleinen Bug gibt in Camlink, dass ihr nämlich eine Eingabeverzögerung habt, die scheinbar relativ fix ist. Das könnt ihr relativ leicht lösen, indem ihr in eurem OBS in die Einstellungen eures Mikrofons geht. In diesen Einstellungen gebt ihr eurem Mikrofon, in meinem Fall einem Yeti Blue, ein Delay, eine Verzögerung von 233 Millisekunden. Und dann seid ihr lippensynchron. Ein anderes Problem, was ich nicht so leicht lösen konnte, war, dass ich tun konnte, was ich wollte, dass der Camlink einfach nicht die Framerate halten konnte, die versprochen ist. Also 60 Frames per Second bei der Aufnahme. Also wenn man zum Beispiel die Hände schnell bewegt, dass das halt nicht laggy war. Ich habe alles getan, ich habe überall geschaut, es gab keinerlei Problemlösung dafür und ich habe es nicht verstanden. Bis ich dann mal in den technischen Daten des Camlinks geschaut habe, und da steht auch relativ deutlich drin, wenn ihr ein anderes Capture-Gerät oder andere aufwendigere USB-Geräte angeschlossen habt auf demselben Hub, dann sollte man da diesen Hub wechseln. Bei mir war es so, dass ich dann einfach hinten am Computer komplett umstecken musste und habe den Camlink selbst auf einen USB-3-Slot gesteckt, der direkt am Motherboard ist, der also quasi kein erweitertes Panel ist oder sowas. Und das hat das Problem gelöst. Das ist wirklich lächerlich, aber es ist die Lösung. Wenn ihr Stotterer habt in eurem Camlink, steckt ihn um. Steckt ihn einfach auf einen USB-Slot, der direkt auf dem Motherboard ist. So einfach ist das. Und dann seid ihr ready to go. Der Camlink wird eigentlich automatisch erkannt. Das Einzige, was ihr braucht, ihr müsst schauen, was für einen HDMI-Anschluss ihr an eurer Kamera habt und dementsprechend einen Verbinder kaufen. Bei meiner ZV-1 ist es zum Beispiel dieser Micro-HDMI, der auf ein normales HDMI gehen muss. Da habe ich also extra noch ein Kabel für gebraucht. Da ist es standardmäßig nur ein normales HDMI-Kabel dabei und das ist sehr kurz. Deswegen solltet ihr vielleicht, wenn ihr euch den Camlink anschafft, direkt vorher schauen, was brauche ich für ein HDMI-Kabel und wo kann ich dann wie das so anschließen, das solltet ihr vorher klären, dann habt ihr gar keinen Stress. Ja, ganz kurzes Update, ganz kurze Videobeschreibung mal, kein regulärer Wolfi-Content, aber ich hoffe, es hilft einigen bei euch dabei im Homeoffice, im Remote-Work-Dschungel oder auch, wenn ihr selber Videos macht und streamen wollt, dass ihr da irgendwie,
das sauber hinbekommt. In dem Sinne, bleibt untot. Bis bald. Jo, und du bist jetzt immer noch hier. Das heißt, dass es dir zumindest so lange gefallen hat, dass du es dir angeschaut hast, dass es dir was gebracht hat. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Abo hier auf dem Kanal hinterlässt, ein Like hinterlässt und in den Kommentaren schreibst, ob du damit was anfangen konntest, ob es dir geholfen hat oder ob du vielleicht noch was vermisst, ob dir was fehlt. Das wäre sehr cool. Und wenn du dich generell für mich und das, was ich hier auf dem Kanal mache, interessierst, dann findest du jetzt noch eine Endcut-Tafel, die gleich kommt. Und da gibt es nochmal ein paar Empfehlungen für andere Videos, die ich so mache. After all I've done, after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've done.